Hallo liebe Survival-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Subsistence mit der LP-Schmiede und dem Mr. Chaos-Freunde. Ja, ihr habt es selbst gesehen hier, wenn man nicht spielt, wird hier einfach weitergebaut und umgebaut. Es sollte natürlich alles mir zuliebe sein. Gebracht hat es wenig, aber das ist eine andere Geschichte. Freunde, so fängt das hier schon wieder an, ne? Ja, ihr kennt das nicht anders. Immer Feuer am frühen Morgen. Da weiß man gleich, woran man ist. So, ich bin mal wieder unterwegs und sammle sehr viel Sand, weil das brauche ich ja noch für mein Vorhaben des Verkleidens mit Glas, Freunde. Ja, Freunde, wir brauchen Sand und Perlen, leider. Es ist so. Ich habe auch ein paar Elche geschlachtet und Rehe und so. Sehr gut. Ja, Klebstoff brauchen wir ja auch immer wieder. Das braucht man ja für das Glas leider auch. Das ist nun mal so, wie es ist, ne? Das ist halt, hat sich nichts verändert in der Zeit, wo wir oder wo ich nicht gespielt habe. Das ist ein reines Arbeitsspiel hier, ne? Ja, auf jeden Fall, Freunde. Ich bin hier die ganze Zeit am Malochen. Oh, los. Gesundheit. Thanks. Freunde, seht ihr nicht, wie schlecht es mir geht? Unterstützt mich mit einer Mitgliedschaft auf dem Kanal. Und dann geht's mir auch wieder gut, ne? Ja, Freunde, die Möwe ruckelt hier lang mit 20 FPS. Das ist natürlich voll dämlich. Wir haben mittlerweile 120. Das ist schon ein Unterschied für ihn, ne? So, wie viel Strom haben wir? 2000. Ich dachte eben schon 200, aber es ist über 2000, Leute. Wir haben richtig viel. Fast 800 Masse haben wir. Achso, wir müssen ja oben das Loch noch schließen, ne? Wir müssen das Loch stopfen, Leute. Ja. Ja. Diesmal habe ich sogar aufgepasst, dass die Bretter die gleichen Loot haben, oder wie das heißt. Die gleiche Nude, ja. Nude, genau. Die Nude. Die gleiche Nude. Wir wollen hier werbefreundlich sein, ne? Ja, der Einzige, der hier nicht werbefreundlich ist, ist wie immer die Schmiede, Freunde. Nee. Ihr kennt es ja nicht anders. Nee. So, wie viel Sand habe ich denn jetzt hier schon am Ball hier? Oh, 54. Na, das ist ja toll. Guck mal, so kann man hier stehen, Leute. Trinken und wieder E drücken. Deswegen habe ich den Ofen jetzt wieder hier hingemacht. Das ist irgendwie sinnvoller von der Taktik her. Auch wenn wir keine Taktik haben, aber es ist sinnvoller. Ja, siehst du, wäre ich gleich dabei gewesen, hätte ich dir gleich sagen können, dass das alles so ein bisschen... Möwe, wir wollen uns ja wohl bedeckt halten, ne? Ich habe mir, weißt du, stundenlang habe ich mich hier bemüht, Freunde, die FPS zu optimieren für die Möwe. Aber daran liegt's nicht. Daran liegt's nicht, sagt er. Boah, Mann, ich muss Nase putzen, Alter. Mir läuft hier echt die Nase jetzt da. Ja, Freunde, ich habe das eiskalt alles hier kalkuliert, weil wir arbeiten ja hier wirtschaftlich auf der LP-Schmiede. Und da bei meinen Berechnungen sind rausgekommen, dass wenn die Leute mich unterstützen würden mit dem Kanal, wenn ich es schaffe, wird es mir dann besser gehen. Was hast du dazu? Oh, Leute. Ich habe schon wieder nichts zufrieden hier. Ja, mal noch ein Ei essen hier. Ich muss mal ein bisschen für dich googeln, damit wir da einen neuen Rechner für dich kriegen, Leute. Vielleicht finde ich ja irgendwas Geiles, ein cooles Angebot. Was hältst du davon? So, Bretter mache ich hier mal rein. Für die Öfen. Wieso sind die Geräte denn so leise? Haben die nicht sonst Geräusche gemacht, Leute? Hm. Ich irgendwie Sound aus? Ja, du meinst hier den Stromgenerator und so, ne? Ja, dieses... Ja, das hatte ich auch irgendwie im Gefühl. Das hatte ich letztes Mal auch schon überlegt. Ja, normalerweise haben wir doch die ganze Zeit immer so ein... Irgendwie, weißt du, wie ich meine? Sonst war das immer so laut, da konnte ich im Haus gar nicht aufhalten. Ja, und jetzt...
Oder haben sie da irgendwas umprogrammiert mit den Updates? Ja. Da haben sich da ja Leute beschwert irgendwie, dass das viel zu laut ist. Deswegen wollen wir ja immer so einen Energieraum machen, wo die scheiß Geräte sind, die so nerven, ne? Ja. Das hatten wir ja in der letzten Staffel auch, ne? Haben wir tatsächlich gehabt, Freunde. Aber in der letzten Staffel waren auch nicht so viele Mitspieler, ne? Ne, ich glaube nicht. Wir hatten aber auch nicht, wie gesagt, wir haben ja jetzt ein Grafik-Update gehabt, ne? Und wir haben ja viele Updates gehabt, Leute. Wir können ja viel mehr bauen mittlerweile, ne? Und ich denke auch, seit dem letzten Grafik-Update ist es halt hier bei mir auch ein bisschen schlechter geworden. Ja, wir haben jetzt halt Blumen und das Wasser ist neu mit Reflexion und so. Das hatten wir früher nicht, Leute. Ja. Und das muss alles berechnet werden, jede Welle und sowas. Und wenn die Möwe dann auf Welle macht, dann klappt das nicht mehr so ganz. Du. Ja, aber das Problem ist halt eigentlich, ich bin ja auch... Oder ich liebe ja solche Spiele, wo man viel bauen kann, ne? Aber das ist doch hier der Fall, oder nicht? Ja, natürlich. Ja? Deswegen mag ich das Spiel ja auch so gerne. Subnautica fand ich auch ganz cool. Das war nur ein bisschen blöd, dass es da keinen Multiplayer-Modus gibt, ne? Ja, genau, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben. Habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Da gab es ja auch schon einige Updates wieder bei Subnautica. Gibt ja auch schon einen zweiten Teil, ne? Ja. Aber der ist irgendwie auch in der Entwicklung. Ist das der erste Teil denn jetzt abgeschlossen? Ja. Wusstest du das nicht? Nö. Mewe! Muss ich auch mal ein bisschen engagieren hier auf der, ne? Gibt's da denn jetzt ein Ziel irgendwie? Ja, natürlich. Ja. Man muss ja die Außerirdischen gleich platt hauen oder irgendwie sowas. Außerirdischen. Ja, Mann. Bei Subnautica. Ja, Freunde, hast es lange nicht gespielt, ne? Da gibt's tatsächlich Aliens, du Knaller. Das sind die, die dich abgeschossen haben. Deswegen sind wir ja da notgestrandet auf dem Planeten. Du kennst die Story doch wohl noch. Na gut, lange Leute, ist ein bisschen lange her, ne? Ja. Doch, auf dem Raumschiff, da waren wir doch auch unterwegs, ja. Ja, genau, siehst du, dieser Würfel war das, ne? Weißt du noch? Ja. Wann, waren wir da zusammen? Ding, das Grüne da, der grüne Würfel. Ja, das ist riesige. Das waren diese... Ja, zusammen nicht, aber wir haben es zusammen gespielt, also. Nicht, du hast das gespielt und ich habe das gespielt und wir haben dabei gesprochen. Aber wir waren nie auf einem Planeten, ne, oder was? Ne, zusammen ging ja nicht, weil es ja keinen Multiplayer-Modus gab, also zumindest damals noch nicht. Ich weiß ja nicht, gibt's ja jetzt bestimmt auch noch nicht, ne? Doch, wir haben doch zusammen gespielt. Wir machen doch keine Videos, wo wir einzeln Spiele spielen. Nein, da haben wir auch keine Videos von gemacht. Ach so. Subnautica. Haben wir da keine Videos von gehabt? Leute, das ist... Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob du alleine welche gemacht hast. Das kann ich dir jetzt gar nicht... Ich glaube auch nicht. Ich habe natürlich Subnautica auf meinem Channel. Und, ja. Und dann hast du doch ganz viele Röhren gebaut, oder nicht? Bis es wieder Ruckeln genau. Angefangen hat. Das war doch Multiplayer, oder nicht, Leute? Nee, das war nicht Multiplayer, das war Einplayer-Modus. Möwe! Ging nicht, da hab ich dir doch nur die Videos vom Handy geschickt, immer. Okay, ja, ist schon lange her, Leute. Ich verdränge seine Missetaten immer recht schnell. Und das war aber doch, ich wollte doch eigentlich durch den ganzen See da diese Röhren bauen und dann ging es irgendwann nicht mehr, weil es einfach unspielbar wurde. Ja, so ähnlich wie hier, Freunde, wir wollen den ganzen See zubauen und dann geht immer nichts mehr. Ja, ich habe daher manchmal dann auch immer so große Projekte, die ich da irgendwie realisieren will, aber das war dann doch ein bisschen zu viel, too much. Ja, für seine Hardware ist das ein bisschen zu viel, Leute. Guck mal hier, den kleinen Turm, den kann er schon gar nicht mehr ohne Ruckeln berechnen jetzt, das ist natürlich, ne? Eine Herausforderung dann, die wir hier begegnen müssen, ne? Oder was hast du dazu? Nö. Freunde! Ja, vom Waskan das Haus ist auch echt riesig. Ja, das, wenn du nicht ruckeln würdest, würden wir das in den Boden stampfen. Ist doch logisch. Oder? Ja, da habe ich nämlich dann auch das Problem leider mit diesen Jägern immer, ne? Wenn ich dann da in Ruhe zielen will und dann fängt das an, kurzzeitig zu ruckeln und dann verzieht er immer. Und den treffe ich leider nicht so, wie ich das gerne möchte. Wir sind ja froh, wenn du überhaupt irgendwas triffst mittlerweile, Freunde. Möwe. Jetzt hier
Sei mal nicht so. Oh nein, 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 oh nein. Oh, boah. Also, was ist denn jetzt schon wieder da los, ey? Dieses Tauchen ohne Druckflasche ist schon ein bisschen anstrengend. Also hast du die immer noch nicht mitgenommen? Du bist ja verrückt. Wir haben doch genug Druckflaschen und wir haben auch genug Anzüge mittlerweile. Ich habe doch einen gebaut. Ich habe den zweiten Anzug gebaut. Nö, wer da verwechselst du bestimmt wieder mal. Nee. Was, ne? Den habe ich dir gebaut. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. So eine Unverfrorenheit hier wieder am frühen Morgen, Freunde. Hört ihr das? Hört ihr das? Das ist ja wohl unfassbar. Pascal läuft hier ganz schnell lang. Hat er die Deadlifts angelockt oder was? Hm. Ne, da oben läuft er. Guck mal auf dem Balkon immer hin und her. Er wartet hier nur darauf, ne? Das ist der Wachposten wahrscheinlich da oben, ne? Muss auch ein scheiß Stock sein. Oder du meinst da rechts, da? Bei dem Haus oder was? Ja, drei Deadlifts sehe ich und einer davon ist auf dem Balkon und läuft immer so wild hin und her, weißt du? Ja. Ganz das komisch. Vielleicht ruckelt er auch. Die Deadlifts haben keine Grafikkarten, Leute. Möwe. Ja, was kann er tatsächlich auch schon neun. Neun Stück, ey, das ist auch schon Hammer. Und den Reflexbogen hat er auch schon. Ja. Der wird auch die ganzen Ressourcen von den Deadlifts kriegen, ne? Denke ich mal, weißt du? Oder ja. Was meinst? Kann gut sein, ne? Ja. Wann wollen wir eigentlich mal tauchen, ey? Können wir doch eigentlich mal machen. Ja. Nächste Folge oder was? Wir haben ja zwei Anzüge. Ja, können wir machen. Dass wir mal die Leute mal gesehen haben, was du gemacht hast da, weißt du? Das war immer noch nicht auf Band hier, Leute. Freunde, wir müssen ja die Monopolstellung behalten hier am See. Deswegen war die Möwe ja so lange Tage mal alleine unterwegs und hat da ein bisschen was gebaut. So eine Zwischenbasis und sowas alles, ne? Eine Förderungsmine oder sowas. Mal gucken, ob die das da angegriffen haben. Ja, deswegen. Oh, da kommt gleich ein Deadlift, ey. Freunde, hier links sehen Sie den. Sollten wir langsam weglaufen? Hier hat er den Ofen hier hingebaut, Freunde. So schräg an der Treppe, ey. Möwe, das ist alles strategisch geplant so. Das ist ein Designerhaus, Mensch, das ist normal. Ja. Kennst du keine Designerhäuser, sag mal? Doch, aber das ist, So schlecht, ey. Ja, Freunde, man kennt ihn ja nicht anders, ne, die Möwe. Was soll ich dazu wieder sagen, Freunde? Außer Rand und Band, ihr kleinen Dreckigen, ne? So. Ist das so groß genug hier, ja, ne? So. Jetzt waschen wir uns. Darin hat er gar nicht gemacht, der Lümmel, Mann. Mein Gewehr ist fast kaputt. Was soll denn das? Wieder ein Hund. Hui! Ich geh grad zu Tiger 1 und wo bist du? Ich bin jetzt gerade zu Hause wieder angekommen. Na, das ist ja toll. Die Möwe ist zu Hause angekommen. Kleiner. Möwe. Ach Leute, ist er nicht niedlich mit seinen grünen Augen? Man kann das in der Kamera direkt sehen. Ich höre ihn grün auf. Die sind blau, so wie deine gleich auch, wenn ich bei dir vorbeikomme. So. Da gibt es auch kein HI, Freunde. Ja, das. Oh, das ist noch ein Wolf, sag mal. Verteidigen die das Huhn oder was? Oh, das sind Deadless, Alter. Beim Tiger 1.
Hähnchen. Wo bist du? Da oben. Jawoll. Was lebt? Ich muss nach Hause bringen, Leute. Sag mal, haben wir eigentlich noch einen Dietrich dabei? Ja, ich habe keinen mehr, Leute. Muss ich mir unbedingt mal machen. Was sagst du dazu? Ja, ich habe auch keinen mehr. Aber wir haben auch immer wieder ein kleines Stromproblem, also. Stromproblem haben wir doch wohl nicht. Doch. Hast du was gebaut oder was? Nee. Na, dann kann ich mal nach Hause, ne? Ein bisschen Benzin bringen. Ja, ich muss ja mein Glasprojekt hier nach vorne bringen. Das nützt ja alles nun mal nichts. Ja, aber wir müssen ja erstmal die Stromtanks ein bisschen füllen, bevor du die wieder leer machst. Möwe! Ja, der wird schon wieder geschossen hier vor dem Haus. Oh nein, ich komme doch gerade. Alter, was geht hier denn ab? Ich wollte eigentlich zu Tiger Nummer 1, aber man kommt da ja noch nicht mal hin. Ja, mal eben das Huhn nach Hause bringen, Leute. Oh, was geht denn hier ab, ey? So schlimm, normal kommt da nur einer. Deswegen haben wir auch so viele Waffenteile, hast du schon gesehen? Ich hab 6 Deadlifts oder so gekillt. Freunde. Irgendwo wird hier geschossen, aber wo? Keine Ahnung, aber irgendwo ganz dicht. Ich bin jetzt hier gerade im Haus. Ich komme gerade, ich sehe was ganz Haus schon. Mal gucken, Freunde, wo hier was los ist. Kriegen alle auf den Deck. Boah, hier ballert aber einer die ganze Zeit, ey. Oh. Ja. Mann, hau doch mal ab, du Hund, du Nervenviecher hier. Überhaupt einen Hund zu schlachten oder hier Wolf oder was das ist, voll eklig. Kommt man auf sowas? Ja, wo bin ich denn hier? Da lang. So, ich sehe was ganz Haus schon, Freunde. Schüsse höre ich jetzt nicht mehr. Hat wohl einer gewonnen oder verloren oder so, ich weiß es nicht. Wer hat denn eigentlich hier die ganzen guten Dinger weggefressen hier, ey? Unfassbar, ey. Da läuft jemand, wer ist denn das? Alles Baskan. Weggefressen. Baskan ist schwer verletzt. Ja. Ja. Der schreibt gerade, wa? Toll, jetzt benutzen die schon Sprengpfeile. Nee, ernsthaft? Vielleicht sollten wir die mal wieder für einen kurzen Augenblick ausschalten. Wieso haben wir schon alles, die Ressourcen? Was wollten wir überhaupt? Ach, wir wollten nur den Bogen machen, ne? Ja, eigentlich wollten wir nur den Bogen. Wir wollten wirklich nur den Bogen machen, Leute. Wir haben das schon lange, ey. Und dann in Ruhe weiterbauen. Ja, mal ja, kurz. Dann wollten wir ihn komplett aufrüsten, aber... 41 Waffenteile haben wir, Freunde. Nicht schlecht, ne? Ach, das Huhn muss ich schnell in den Keller bringen. Ja, wir müssen noch ein paar mehr Waffenteile bauen und dann erst alle Waffen aufrüsten und dann... Aber das, wenn die jetzt schon Sprengpfeile benutzen, ist schon heftig. Ey. Vor allen Dingen, die haben immer die Ressourcen, dass sie das alles so mal eben bauen können, ne? Ja. Wir ja nicht so, ne, oder? Nee. Ja, Freunde, ihr seht es mittlerweile auch, dass wir hier alles richtig schick haben. Ja, wir haben kein Benzin mehr, ne? 10-mal Fett habe ich in der Presse getan, Leute. Damit wir da mal ein bisschen was zusammenkriegen hier, ne? Mewe, du stehst hier im Haus, du machst gar nichts. Du musst aber die Blumen gießen und alles, Leute. Mewe. Mewe, ich hab gerade hier auch Symptome. Träumst du oder was? Was ist da los? Stimmt da irgendwas nicht? Mewe. Ist ganz ruhig, ne? Kühlschrank ist auch proppevoll. Ey, wir müssen, glaube ich, bald mal einen neuen Kühlschrank hier, einen neuen Kühlschrank machen, ne? Oder, Leute? Guck mal. Weg. Ah,
Also die Enten sind gefüttert, Schrotmunition und so, das packen wir alles hier rein. Ja, dann habe ich noch Hirsche. Hirsche. Sonst noch irgendwas, Leute? Ich sehe nichts. Hast du das Zeug noch hier? So. Äpfel und Birnen tun wir hier rein, das ist für die Hühner. Das ist alles Hühnerfutter. Okay. Feuer neu werfen. Fasern machen. Da ist die Möwe hochkonzentriert. Scheißspiel, abgestürzt, neu gestartet und gleich wieder neu rasiert. Möwe. Und gleich wie er hat sich rasiert. Ja, die Barbierpreise sind hier relativ günstig, Freunde. Das hört sich auch lustig an. Abgestürzt, neu gestartet und gleich. Also abgestürzt ist bei mir noch nicht. Also weiß ich nicht, ob er noch ein schlechteres System hat. Dann müsste das bei ihm ja auch ruckeln langsam, wa? Man munkelt, Freunde, man munkelt. So, Freunde, jetzt sieht das langsam mit Glas hier ein bisschen schlechter aus, alles. Können wir eigentlich nochmal Bomben bauen, damit wir die Deadlast mal verprügeln? Weil das neue Mutterhaus, ja. Da müssen wir auch nochmal eindringen, Leute. Ja. Vielleicht hast du. Und das Beste, meine, was hat er? Meine Leiche nicht, Chat. Das Beste ist zu sehen, meine Leiche nicht. Nur meine Base. Ja, müsste so ein Totenkopf sein, ne? Möwe, das hat auch mal was. Yeah. Ja, man erkennt das wirklich schlecht. Ja, wollen wir die Deadlass angreifen? Ne, tauchen wollen wir als nächstes, ne? Tauchen? Ja. Wir gehen zusammen in die Höhle, Kristalle kloppen, Leute, und Kohle holen. Dann zeigen wir euch das Bauprojekt von der Möwe. Achso, Dietrich haben wir gar nicht. Wollte ich ja machen, Leute. Hast du Dietrich? Ja, ne? Du hast einen, ne? Nee, ich hab keinen, ne. Nee. So, hier von unten rum. Die Front ist schon mal. Aber nur unten. Aber nicht komplett. Hier fehlt noch was. Was meint die Möwe? Ich weiß nicht, was du meinst. Hast du, nee, da kann ich nix. Stahlboden oder was? Nee, hier die... alles weg, na toll. Vielleicht musst du nochmal aus- und einloggen, oder was? Oh. Das habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert, ne? Papp. Ja, ist eigentlich echt schade, dass man diese Schrägen da nicht mit Glas machen kann, ne? Ja, bei gut, aber da kommt ja immer wieder Neues zu, irgendwie. Der entwickelt ja, weißt du, vielleicht kommt das ja alles noch so ein bisschen. Man kann doch keine Rundung mit Glas bauen, Leute, das ist irgendwie... Doch, Rundung kannst du schon bauen mit Glas. Echt? Ja. Sag ich dazu. Du musst doch mal Waskan helfen hier. Ne, Bike haben wir das, ne? Ah, die Hühner fressen schon wieder so viel. Ne, die fressen gar nicht viel. Ich brauch Dünger, Mann. Scheiß Pflanzen. Ich kann das nicht so viel düngern, Alter. Was hast du gemacht, du Lümmel? Hast du was ausgefressen? Nö. Okay. Ich habe hier schon ein paar Glasdinger wieder gesetzt, aber jetzt habe ich kein Glas mehr zum Weiterbauen. Ja, da müssen wir nochmal in die Höhle gucken nach Glas, ne? Was wollte ich denn jetzt überhaupt, Leute? Wasser meinst du? Achso, genau, Granaten wollte ich bauen, ne?
Hier sind doch Glasscheiben in dem Tisch hier drin, hier, ne? Ja, 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 ein paar kann ich noch, ein, zwei Wände kann ich noch bauen. Lass mir mal kurz da ran, bitte, die rausnehmen. Ja, 55 Pulver brauchen wir. Oh, haben wir ja, noch nicht mal, ey, so ein Scheiß, ey. Du brauchst ja auch Pulver, ne? Pulver? Ja, für deinen... Ja, für den Knacker da, meinst du? Diese Stahlknacker da, das Ding ist nicht schlecht. Ja, wir müssen sammeln. Achso, genau, ich wollte noch einen Dietrich bauen. Mein Gott, nochmal, ich komme immer wieder weg von dem Dietrich, ne? So. Dann wird schon wieder Nacht hier, Freunde, was? Wovon hat Strom? Wieso haben wir denn keinen Strom mehr, Leute? Laufen die Motoren nicht, oder was? Doch, der läuft dann. Möwe! Weil ich doch so viel Glasscheiben gebaut habe. Ich habe da hier überall schon in der unteren Etage die Rundungen rangesetzt. Achso, hier fehlt noch. Ach, naja, hätte ich mal hier jetzt erstmal eine gebaut. Ach, nein. Ja, aber das sieht komisch aus, weil die Rundung, ja, das Glas fehlt ja bei den Treppen, Möwe. Ja, das meine ich doch, das meine ich doch vorhin. Ja, aber dafür haben wir da dieses Geländer. Na gut, okay, ist aber gut, so schlecht ist auch nicht, wenn man sich dran gewöhnt, ne? Das ist halt Designerhaus. Wenn was nicht so klappt, ne, wie ihr das wollt, dann nennt das einfach Designerhaus. Ja, vielleicht kann man da ja auch so eine halbe Glasscheibe ransetzen. Das haben wir noch nicht probiert, ne? Nee, die muss ja schräg sein, du. Wir haben ja nichts Schräges bei dem Glas. Ja, aber das Geländer ist auch eigentlich im Ursprung auch nicht schräg, oder? Doch, ist schräg. Was? Da musst du mal schräg bauen, sonst geht's nicht. Aber das ist doch nicht so schlimm. Ja, aber das geht doch nicht. Guck mal, halb, du kannst nur halb rund. Möwe! Ach so, Stufen, ach ja, Stufen, ja. Möwe! Okay. Ja. Ja, das Glas müsste man, die Glaswand müsste man dann quasi auch stufig bauen können, ne? Das ist natürlich dann. Ja, aber so schlimm ist das gar nicht. Das sieht eigentlich gut aus, du, Möwe. Ja. Ja. Einfach den Rest erstmal fertig bauen, dann können wir immer noch gucken. Aber ich finde es so gar nicht mal schlecht, Leute. Ihr seht es ja auch, ne? Jo. So, Holz reinwerfen hier, damit der Ofen immer schön brennt. Strom habe ich angemacht, Freunde. 500, wir können einen Dietrich bauen. Metall fehlt. Metall haben wir mittlerweile auch schon recht viel, ne? Ja. So, ich habe einen gemacht. Du musst dir auch noch einen machen. Ich habe nämlich keine Ressourcen mehr dafür, Leute. Wie? Aber wir müssen ja erstmal warten, bis Strom wieder kommt. Oh, jetzt ist Nacht, ne? Na, können wir wenigstens auf Tour gehen, wenn die Möwe hier zu Hause sein muss. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Wir müssen Platz schaffen, ne? Sonst meckert Björn wieder mit mir. Danke. Bitte. Wofür denn? Das ist ja das Problem. Achso, Gesundheit meinst du deswegen jetzt, ne? Ach, sorry. Ich habe gedacht, hä? Ich kann doch nicht zwei Dietriche bauen, weißt du? Ich habe an den Dietrich gedacht, Leute. geht nix. Ne, das brauchen wir zum Kochen, ne? Das hier und Ei? Ey, wie geil, wir haben keinen Strom. Wir haben genug Essen hier. Ja, dann zieh ich mal die Taucherausrüstung an, Freunde, denn in der nächsten Folge wollen wir tauchen. 1, 2, 3. 3 Flaschen muss ich mitnehmen, ne? Oder wie viel waren das? Oh, 3 auf jeden Fall. Oder zieht er die Kampfweste für aus, ne? Ne, ist halt so, Leute, was soll ich machen? Mann, bleib doch mal da oben. Da haben die tatsächlich schon Sprengpfeile. Ne? Das ist immer das Gemeine, dass die einfach so viele Ressourcen haben, dass sie alles machen können. Ne? Hm. Wie ist das? Bei uns ist es immer viel zu teuer, ehrlich gesagt. Guck mal, mit Kampfhelm können wir tauchen. Das sieht ja alles so aus. Ich habe Munition in den linken in den Schrank gepackt. Hast du gesehen? Für dich? Ich glaube 5 Schuss oder so. In den Schrank? In der Kiste da links. Ja, genau. Oh, sehr gut. Ja, wie sieht das aus? Willst du Tschüss sagen oder was? Ja, Freunde, das war's wieder mit der nächsten Folge. Subsistence mit der P-Schmiede und dem Mr. Chaos, Freunde. So, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heiß, überleben im Schnee, am See. Ihr kennt das alle. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. Bella, bella. Packa, packa. Und so weiter und so fort.